Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Wir befinden uns gerade in Mount Lalaquila, im Berg von Pokémon Liga. Und wir müssen diesen Berg erklimmen. Es ist kalt, es schneit. Aber ich denke, wir können schaffen diese. Ansonsten, das wird mir hier zu Struss. Sie wissen Bescheid. Ha, wie gesagt, es schneit, es ist kalt, ich habe T-Shirt an. In The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ich würde jetzt Herzen verlieren. Aber mich juckt das nicht. Ich habe Haut wie Stein. Mich interessiert das nicht. Sie wissen Bescheid. Ja, ja, liebe Freundes, der Mount Lalaquila. Ein eiskalter Berg. Ja, ich hauche sogar schon. Wie geil ist das? Dann gönnt euch das mal. Ich hauche. Wie krass. Stopp, ich habe nicht gesagt, ich rauche. Ich hauche, habe ich gesagt, ja? Sie wissen. Eisstrahl! Ja, geil! Wunderschön! Ah! Wisst ihr was? Diese Attacke. Die wird jetzt jemandem beigebracht. Ich weiß zwar noch nicht genau wem. Wobei, ich weiß es. Meinem besten Freund. Come on, girl. Sehr wohl. Und zwar... Sollen wir Amnesie wegmachen? Ich hätte schon ein bisschen Bock darauf, muss ich sagen. Weil, dann wäre Come On Girl nämlich eins der universellsten Pokémon, die es in meinem Team gibt, weil wir könnten Feuer-Pokémon wegklatschen. Wir könnten Gift-Pokémon wegklatschen. Wir könnten Boden-Pokémon, glaube ich, auch wegklatschen. Wir könnten Flug-Pokémon wegklatschen. Wir könnten Drachen-Pokémon wegklatschen. Dafür machen wir die Amnesie weg. Wissen Sie Bescheid. Heftig! Das würde sich ja noch voll empfehlen, weil, naja, mit Eisstrahl, ne, und... Come on, Girl ist ja ein spezielles Pokémon. Zwar auch physisch und so, aber speziell ist es auch. Und das ist richtig geil. Jetzt mal ganz ehrlich, das wird uns so helfen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Pokémon-Liga. Auch wenn ich, muss ich sagen, ja, ich bin echt unterlevelt, kann das sein? Ich meine... Wir haben es ja schon bei ja, den ein oder anderen Trainern festgestellt, ne? Wie wir hier unterlevelt sind und so. Und naja, der Fels ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du nicht daran erfrieren willst und festfrieren willst. Ja, den gab es auch schon mal in Pokémon X. Ich wusste gar nicht, was der zu bedeuten hat. Wahrscheinlich einfach nur ein dicker Stein. Ja, ein dicker Fels. Sehr wohl. Ne, aber ich glaube, wir sind echt unterlevelt. Weil, naja, erstmal. Naja, Wölkchen, aka zurück in die Tasche, aka Cosmog, aka. Es fällt mir nicht mal mehr der legendäre Name des Pokémons ein. Was ist das denn? Höchst professionell, muss ich sagen. Sehr wohl. Wie hieß es nochmal? Solgaleo. Ja, ja, ja. Ne? Ich meine, von wo komme ich eigentlich? Hier war ich schon, das ist der Eingang. Ne, ich meine, das war Level 55. Normalerweise sind die, ja gut, es gibt keine normale Weise dafür. Legendäre Pokémon sind so zwischen 45 und... Okay. Glacium Z. Ja, läuft. Normalerweise... Okay. Normalerweise sind die Levelgrenzen der legendären Pokémon immer so, also der ersten, der hauptlegendären Pokémon, immer so zwischen 45 und, ja, 55 jetzt dann halt, ne, ist okay. Das zeigt aber auch nur, wie sehr wir hier unterlegen dann sind, ne, weil wir sind hier schon mal, ja, ich glaube, wir haben hier kein Pokémon, das Level 55 ist. Ne. Wir werden unterlevelt in die Pokémon-Liga kommen, weil ich glaube nicht, dass wir so viel jetzt aufleveln werden. Real Rap. Aber... Ligias, wir kriegen es trotzdem hin. Sehr wohl. Ich gucke hier nur doppelt und dreifach nach, weil ich halt sicher gehen will, dass ich nichts übersehe. Aber hier waren wir schon. Da müssten wir, glaube ich, alles, was hier drunter ist und was auch hier halt ist, geschafft haben, ja. Verzeiht mir diese ziemlich ja, genaue Suche nach Items oder sonst was. Aber ich habe keine andere Wahl, ja. So muss es sein.
Gut, dann lass mal knacken. Dann sind wir hier ja so gut wie durch. Und der nächste Aufzug. Wenn da aber gleich nicht wieder ein nächster Trainer rauskommt, dann weiß ich aber auch nicht. Hundertprozentig. Ja, ich meine, ne? Warum sonst kam beim letzten Mal Gladio aus dem Aufzug gestiegen? Ne? Muss ja was zu heißen haben. Oder? Oder auch nicht. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass aus jedem, oder dass jetzt aus jedem Aufzug ein Trainer raussteigt, den wir irgendwie kennen oder so. Da ist ein Pokécenter. Okay, krass. Ich habe früher mal die 7 Prüfungen absolviert und wurde so zum Inselwanderschaftschamp. Nur leider war der Weg bis hierhin so weit, dass ich jetzt all meine Kräfte beraubt bin. Alter, was muss der für eine Körperspannung haben? Der Typ, der ist eiskalt. Der ist leicht bekleidet und steht einfach auf einem, naja, eiskalten Berg. Und das ist hammerhart. Ich könnte das nicht. Ja? Bei ihm läuft. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin mit diesem Team nicht zuversichtlich, aber wir sind halt unterlevelt, ne? Naja, ich habe das Gefühl, wir werden das hier nicht schaffen. Mein Stami ist ein furchtbarer Besserwisser. Nicht nur, dass es mir ständig bei meinen Kampfstrategien reinredet. Nein, jetzt gibt es mir auch noch Tipps, wie das Flirten geht, Mann. Die Sau. Die Pokémon-Liga ist der ultimative Ort, um Pokémon-Kämpfe auf ultimativem Niveau zu bestreiten und den ultimativen Trainer zu küren. Und ich glaube, dass die Pokémon-Liga direkt schon hier ist, ne? Weil, ich glaube, so weit sind wir nicht mehr davon entfernt. Also ich glaube, es gibt hier keine Siegesstraße, aber ich kann mich auch irren. Oh, mich nennen alle Madame Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon durch Levelaufstieg erlernen können. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern. Sehr wohl. Nein, danke, Fräulein. Vieles Dank, Schwesters. Aber kein Bock. Die Kämpfe hier werden so erbittert sein, dass es jegliches Vorstellungsvermögen übersteigt. Du sollst dich besser darauf vorbereiten und dich so gut es geht ausrüsten. Ja, das ist das Problem. Das ist das große Problem. So, an sich bin ich gut ausgerüstet, aber ich bin nicht gut vorbereitet, weil... Das Level anscheinend nicht stimmt, aber, ne? So viele haben ja gesagt, ja Kai, ne? Na, das geht ja überhaupt nicht klar. Du bist so überlevelt, Mann. 10 Level drüber. Ja, da mache ich ein paar CDP-Teile aus und was ist, wir unterliegen komplett. Ne? Angeblich hat Professor Kukui alle bisherigen Inselwanderschaftschamp und alle Trainer, die sämtliche Prüfungen absolviert haben, kontaktiert. Er hat sie offenbar gebeten, ihm dabei zu helfen, einen Champ für die Alola-Region zu ermitteln, der weltweit anerkannt wird. Okay, das ist heftig. Das ist eins heftiger Auto. Booster HD hier wieder ein Item sein. Irgendwo muss ja eins liegen, ne? Ist ja ganz klar, Fräuleins. Sehr wohl. Nur ich bin halt mal gespannt, wie das hier aussieht, so von den ganzen Gepflogenheiten her. Wie lange wird das hier noch gehen? Sieh nach oft an. Du hast bereits über 50% der Zellen und Kerne zusammengetragen. Es wird richtig spannend zu sehen, in welcher konkreten Form sich deine Anstrengungen manifestieren werden. Begib dich am besten gleich mal nach Ula Ula zur Alpha-Basis auf Route 16. Es fehlt nicht mehr viel und du bist am Ziel. Ja, es fehlen mir 50%. Wow. Und wo sollen die sein? Tja, das ist die Frage des Tages. Vielleicht ist es aber auch so, dass es 50% vor der Liga gibt und 50% nach der Liga. Keine Ahnung. Tali. Red uns, Kai, warte! Los jetzt! Warten Sie nun! Seit sich beim Elferparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch noch nach Hause, um ein bisschen zusammen mit Illima zu trainieren. Und als ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich mich als nächstes an der Pokémon-Liga versuchen soll, habe ich von Gladio gehört, dass du schon auf dem Weg hierher bist. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hierher geflitzt. So schnell war ich noch nie unterwegs. Ich war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab. Weißt du was, Red uns Kai? Entscheiden wir doch mit einem Kampf, wer von uns beiden sich als erstes der Herausforderung der Pokémon-Liga stellen darf. Ich sag dir aber gleich, ich werde all meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Ich habe Angst. Ich wette, seine ganzen Pokémon sind über Level 54. Ja, Tali! 4 Pokémon und er setzt direkt das Raichu ein, okay. Sehr wohl. Da würde ich dann direkt mal, wenn es geht, auf Diktri wechseln, ne? 53 und wir sind einfach mal 4 Level drunter. Das ist hammerhart. Sollten wir mit, ja. Wir machen es mit dem Hydro und Erdbeben und schon ist die Welt. Sehr wohl.
Sehr schön. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind schlecht. Wir sind nicht schneller. Fokusstoß, das ist Kampf. Das ist traurig. Das ist traurig. Naja. Gut, dann würde ich sagen, Fuego, Dark Laria und weg. Aber das, ja, wobei, ne, wenn sie jetzt gleich einen Fokusstoß macht, kann ich wieder, naja, ein Pokémon beim Sterben zusehen. Hammerhart. Aber wir hätten es geklatscht. Für den Anfang jedenfalls. Eieiei. Okay. Dann, wer ist der nächste? Aquana. Okay. Lecker. Da würde ich nämlich ganz gerne ein paar Donnerblitze machen, oder was? Sehr wohl. Warte mal, wenn ich jetzt Donnerblitz... Habe ich Donnerblitz? Ich glaube nicht. Kriegt man das nicht erst nach der Pokémon-Liga? Ich muss gleich echt mal zum Attacken-Helfer gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob Raichu nicht doch schon Donnerblitz gelernt hat, weil ich bin mir... Ich denke, ja. Weil ich kann mit dieser Attacke hier nichts richten. Das geht nicht. Das wird mich killen und das hier wird mich wahrscheinlich auch killen. Oh. Oh. Coole Augen. Warum bist du schneller als ich? Das macht keinen Sinn. Angriff. Ja, Tana, ganz toll. Okay. Ja, ne? Natürlich ist es genau dann schneller als wir und kann genau dann in diesem Moment coole Augen machen, um unseren Angriff zu senken, dass wir nicht Aquana besiegen können. Danke dafür. Kommt hier wieder alles zusammen hier. Ist ja richtig geil. Ne? Aber jetzt ist Zappenduster. Ein Volltreffer? Ne? Aber okay. Man will sich ja nicht beschweren, ne? Sag jetzt nicht den Angriff stark. Ja, ist mir egal. Kraftreserve ist speziell, du Sau. Nützt dir nichts. So, was jetzt? Koalelu. Ist das ein Koala? Ja, würde ich sagen. Da gehe ich mal auf Frank. Vielleicht bist du ja vom Typ normal. Und ich kann nicht so mit einem, mit einer relativ guten Attacke in die ewigen Jagdgründe klatschen. So, jetzt sehen wir auch zum ersten Mal Frank in seinem Antlitz. Okay. Dauerschlaf wirkt. Ja gut, dann, wollen wir dir mal nicht zu nahe treten und, klatschen dich dann in den Tod, oder? Boah, ist das viel stark. Scheint aber auch eine starke Attacke gewesen zu sein. Sehr wohl. Ja, es wird sowieso nichts ändern, weil ich das... Naja, weil ich Frank jetzt sowieso einwechseln werde. Auswechseln werde. Das macht gar nichts. Autotomie, was? Was ist das denn? Stahl. Aber er trennt sich von überflüssigen Körperteilen und erhöht sein Init stark. Oh. Könnte man nutzen, ne? Komm, wisst ihr was? Das machen wir. Metallsound kommt weg, weil das hatten wir sowieso noch nie benutzt. Das war uns noch nie irgendwie relevant. Noch nie. Jelege! Und Silvaro, das ist ja das Feuer-Pokémon. Oder das Pflanzen-Pokémon. Pflanz müsste es sein. Aber Fuego. Ja, dann gehe ich auf Mataru. Mach ein paar Flugattacken drauf. Und dann lecker Klatschung. Weil ich glaube, Tali müsste das den Pflanzenstarter genommen haben. Jawohl. Bist auch vom Typ Flug. Ja, schön für dich. Aber juckt nicht. Wir sind sogar schneller als du. Was hat er das für ein Level gehabt? 54, Mann. 54. Hammerhart. Sehr gut. Was ist das?
Oh. Ich kann nicht mehr fliehen? Okay. Ist zwar hammerhart, aber wenigstens kann ich fliegen. Ist aber auch eine relativ krasse Attacke dann, ne? Eine Schattenfessel. Jawohl. Okay, wir haben es geschafft. Boah, war der Kampf einigermaßen hart. Ich sag einigermaßen. In einem Kampf gegen jemanden, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keine Verlierer. Ich kann kein Deutsch. Ah, und dabei wollte ich meine Pokémon noch unbedingt wissen lassen, wie sich ein Sieg gegen dich anfühlt. Aber so eine Niederlage hat auch was Gutes. Das gibt mir Antrieb, noch stärker zu werden. Wie dem auch sei, jetzt möchte ich aber auch sehen, wie du hier der Champ wirst. Das bedeutet noch mehr Motivation für mich. Dann werde ich beim nächsten Mal nämlich gegen den amtierenden Champ gewinnen. Ach ja, das ist für dich. Drei Top-Leber-Brudes. Ich bin wirklich froh, dass du zu uns nach Alola gezogen bist. Wieso denn? Also ich wäre abgefuckt, weil wenn ich jedes Mal gegen den Neuankömmling verlieren würde, wäre doch peinlich. Dein Vater kann dich ja gar nicht mehr anschauen, oder dein Opa? Opa, halla! Der kann dich auch gar nicht mehr anschauen. Ist doch peinlich. Aber okay. So, Legias. Nein, du bist nicht die Frau mit den Attacken erlernen. Du bist die Frau. Dann lass mal knacken, weil... Raichu. Donnerblitz, sofort. Und ich bin mir sicher, es muss Donnerblitz irgendwann erlernt haben, als es, naja, Pikachu war. Nur, ne, anscheinend will sich Raichu nicht dazu berufen lassen. Ja, ne? Ne? Was habe ich gesagt? Booster HD. So, Funkensprung weg mit dir, weil du bist so schwach, ey. Das ist nicht normal. Ganz ehrlich, Mann. Weg damit. Vielleicht kann ich jetzt aber auch noch das Donnerblitz ersetzen, weil, ich weiß nicht, Donnerblitz, okay, aber... Es gibt bestimmt was Besseres. Wir gucken gleich mal rum. Also wir müssen uns wirklich gut vorbereiten und, naja, das haben wir dann noch nicht getan. Aber ich meine, warum zum Teufel lernt Alola Raichu nicht irgendwann so Donnerblitz? Ich meine, ich habe die Attacke nicht verlernen lassen. Oder liegt es daran, dass ich zu spät zu Alola Raichu gekommen bin? Ich glaube, ich bin irgendwann mit Level 19 oder 20 so um den Dreh rum, Level 16, Level 17, Level 18 zu Alola Raichu gekommen. Und naja, ist das schon ein bisschen traurig, ne? Toxin. Oh! Wäre eine Idee. Das wäre eine Idee wert. Stromschutz, das ist physisch. Wie ist das denn bei Raichu mit dem physischen Angriff? Wie ist denn das? Ja. Kann man auch, aber man erleidet Schaden. Das ist auch nicht so geil. Sehr wohl. Voltwechsel. Hätte auch was, ne? Hätte was. Zur Not nehmen wir dann Voltwechsel. Weil man teilt quasi Schaden aus und kann dann nochmal auswechseln. Im gleichen Zug. Das ist krass. Schlafrede, nein. Ladestrahl, nein. Ich glaube, das sind die ganzen Lauchattacken. Sehr wohl. Die wir alle am Anfang bekommen haben. Und das ist jetzt auch nicht so krass. Kampf. Eine Kampfattacke. Nein. Gut, da würde ich sagen, also ich hätte jetzt zwischen Toxin und Voltwechsel gestimmt, aber da mache ich jetzt eben Voltwechsel. Wenn es nicht so gut ist, dann können wir auch immer noch irgendwann später zu Toxin wechseln, weil kaum ein Trainer in dieser Edition hat sich geheilt. Das finde ich schade. Am Anfang wurde es öfter getan als, naja, zur Mitte und zum Ende des Spiels. Vielleicht kommt das ja noch. Aber okay. So, Legias, dann wohnen wir mal. Sehr wohl. Pokémon-Liga-Action. Und vielleicht kommt da jetzt die Ich glaube nicht, dass er die Siegestraße... Was ist das für ein Geräusch? Ach, man kann ja ein Selfie machen. Ach so. Ja, gut. Machen wir das zum Ende des Parts hier nochmal. Absol, Brudes!
Na, mach was. Hallo? Absol? Absol! Dreh dich um! Ja, Absol. Was für Aha, das war doch ein gutes Foto. Was willst du von mir? Hallo, Absol. Jetzt rennen sie hier nicht so behindert rum wie ein Hase. Jetzt machen sie mal ein bisschen Action. Ich lasse es gleich beim nächsten Lauf mal abfotografieren. Vielleicht ist das ja voll geil und so. Überhaupt nicht unscharf. Gar keine Bewegungsunschärfe kommt da rein. Nein. Beweg dich doch. Renn. Fräulein, renn. Komm schon. Du willst aber auch nicht, ne? Hallo? Geht's dir noch gut? So, jetzt renn doch noch bitte einmal. Komm schon, tu's für mich. Oh, kommt es gerade nah dran. Hallo. Absol. Es will einfach nicht rennen, ne? Gerade eben hat es das auf Knopfdruck getan und jetzt überhaupt nicht mehr. Weißt du, jetzt gerade dann, wenn ich sage, ja komm, lass mal hier, ne? Lecker. Dann passiert natürlich gar nichts. Hallo? Absol? So, dann gucken wir mal, was das beste Foto HD war. Wir haben es sogar noch erwischt am Ende. Macht das nicht seinen Ruf, seinen Kampfschrei? Ich mach das mal. Komm, wir stellen das mal aus. Und mal gucken, wie viele Klicks und Likes das gibt. Oh, es gibt Kommentare. Ohne Witz, das gibt die Klicks. Oh ja. Wunderbar. Wir haben sogar einen neuen Rekord geknackt. Eins neues Rekord des Bruders. Wunderbar. So, weiter geht's. Komm, wir wollen zur Pokeliga. Wir wollen jetzt hier, ja, die Ruhe vor dem Sturm, ne? Sehr wohl. Wer ist da denn? Ist das Kukui? Ja, es scheint Kukui zu sein. Aber die Freunde. Ja, geil. Gut, er hat uns nur gemenschen. Er hat uns nur, na, was heißt gemenschen? Er hat uns genotest. Unser Senpai. Ich gratuliere, Redons Kai. Du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert. Selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Ist dir nicht kalt? Nicht im geringsten. Mein Herz brennt schließlich heißer als eine Lohe-Kanone. Schokolade. Das hält mich von innen warm. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung. Die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich dann schon mal freuen. Der Mount Nalakila war seit jeher der Ort, an dem der Abschluss der Inselwanderschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen. So nahe dem Himmel wie nur irgend möglich. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst darauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen bei den Arenaleitern in Kanto? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herzblut in jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Oh, entschuldige. Meinst du Dragan? Oh, entschuldige. Ich will dich jetzt nicht mit meinen alten Geschichten vollschwätzen. Geh einfach hinein. Sehr wohl. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Wenn du da erstmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Okay. Ich kann dazu nur eins sagen. Ich bin wie ein Cockring. Ich zieh mein Ding durch. Sehr wohl. So, nee, ich würde sagen, hier beenden wir den Part. Wir sind sind wir vorbereitet? Ich hoffe mal. Das werden wir rausfinden. Die Freunde, wir packen erstmal Gumongel an die erste Position. Weil ich mir nicht sicher bin, was jetzt für Pokémon kommen werden und so weiter und so fort. Wir schauen mal. Ansonsten, macht euch bereit für das Finale. Das wär's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und abschließend nochmal, ne? Meine Meinung dazu, dass es hier keine Siegesstraße gibt. Ich finde, das Spiel ist bis zu diesem Zeitpunkt sowieso schon an sehr viele Spielstunden angelangt. Wir haben jetzt, glaube ich, schon über 30. Ja. Und, wir sind gerade bei Parts. Irgendwas mit 70. Mitte 70, 73, 74, 75. Und, so lang habe ich noch nie für eine Pokémon-Liga gebraucht. Oder so lange habe ich noch nie gebraucht, um zur Pokémon-Liga zu kommen. Das ist schon krass.
da kann ich es schon irgendwie verantworten, dass man die Siegesstraße rausgestrichen hat, weil Siegesstraßen sowieso immer so eine Sache sind. Man quält sich da durch und will am Ende nur zur Pokémon-Liga und ich find's okay. Wissen Sie Bescheid. Aber wie ist eure Meinung, dass hier keine Siegesstraße vorhanden ist? Haut mal raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.